Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Karrieremodus Tutorial. Was bisher geschah? Wir haben Kerbin verlassen, sind in einen kreisförmigen Orbit rund um Kerbin gestartet und haben dann auch diesen kreisförmigen Orbit verlassen und uns auf eine Umlaufbahn begeben, die uns zum Mann führt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir einen Auftrag haben, Fly by the Mann. Ich habe das Ganze in mehrere Videos hier unterteilt, weil es viel zu erklären ist, wenn man das erste Mal zu einem fernen Himmelskörper aufbricht. Damit hat sich ja sogar die NASA noch nicht mal leicht getan und die saß nicht alleine vor einem Computer, sondern da waren ganz viele Wissenschaftler daran beteiligt. Wir haben ja also ein richtiges Programm zu stemmen und deswegen habe ich das in mehrere Abschnitte unterteilt. Wir sind auf dem halben Weg in Richtung Mann. Heißt, wir hätten für uns jetzt sogar die Möglichkeit, einmal noch ein bisschen Science zu machen. Ich schaue mal deswegen einmal, ob wir schon in Space High Above Kerbin sind. Das müssten wir eigentlich sein. Wir ziehen einen Crew Report. In Space High Over Kerbin. Das ist Wissenschaft, die wir noch nicht gemacht haben. Und von hier aus sieht Kerbin sehr rund aus. Das ist cool. Das bringt uns nochmal 6,8 Science-Punkte. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch eine Temperaturmessung durchführen für 10,8 Science-Punkte. Measuring the temperature of space appears to be quite impossible, as there is no matter around to be either hot or cold. Except the spacecraft. Das ist ja klar. Das Thermometer hat jetzt nur noch eine eigene Temperatur. Trotzdem bringt uns diese völlig wertlose Messung 10,8 Science-Punkte. Den Druck werden wir auch messen, um wieder zu bestätigen, dass es im Weltraum überhaupt keinen Druck gibt. Denn es gibt ja keine Luft. 16,2 Science-Punkte. Ja. Jetzt können wir überlegen, ob wir einen der Mystery Goo Container schon ausführen wollen. Ich würde sagen, die sparen wir uns beide auf für die Situation in Space High Above the Mann und in Space Near Above the Mann. Trotzdem sollten wir zukünftig, wenn wir einen Wissenschaftler an Bord haben, nochmal daran denken, dass wir die Sachen auf jeden Fall auch mitnehmen sollen. Wir schicken Jeb auf eine EVA. Lassen ihn einmal einen EVA-Report machen. Das bringt uns auch nochmal 10,8 Wissenschaftspunkte. Lassen ihn den Inhalt aus dem Crew-Modul nehmen. Lassen ihn das Thermometer ablesen. Und auch, da seht ihr es schon, das Barometer ablesen. Und dann steigen wir wieder ein. Und es ist ziemlich gut, dass wir die Instrumente so nah an unsere Kapsel montiert haben, dass der Jeb nicht durch den Weltraum schweben muss und die Sachen einsammeln muss und anschließend wieder in die Kapsel steigen muss. Einmal mit T das SAS wieder an. Ich habe beim Bau nicht darauf geachtet, dass wir eigentlich eine Batterie hätten mitnehmen sollen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen stromsparend unterwegs sein. Ich mache das SAS dann wieder aus, denn das verbraucht den Strom. Es steuert ja die Reaction Wheels in der Kapsel an, die elektrisch funktionieren. Ihr seht, jetzt ist hier oben, wenn ihr diese Verbrauchskarte anmacht, der Strom, die verfügbare Strommenge konstant. Wir verbrauchen nichts, der Verbrauch ist null. Insofern sparen wir jetzt gerade den Strom. Unsere einzige Batterie ist die in der Kapsel. Wir hätten eine externe mitnehmen sollen. Das habe ich beim Bau tatsächlich verschwitzt. Wenn ihr das Video seht, bevor ihr losfliegt, dann baut eine Batterie ein. Dann habt ihr ein bisschen ruhigere Zeit und nicht so stressige Zeit. So, ich gehe wieder in den Map-Modus. Wir sind immer noch in Space High Over Kerbin und ihr erinnert euch an die letzte Folge. Das ist hier der Punkt, The Mann Encounter, wo wir die Sphere of Influence von Kerbin verlassen und in die Sphere of Influence um den Mann eintreten. Jetzt seht ihr, der ist hier noch ziemlich weit weg, aber wenn ich die Zeitbeschleunigung jetzt mache, ich bin jetzt mal gerade auf 50-fachen Time Warp gegangen, dann könnt ihr schon sehen, der Mann hat eine Orbitalgeschwindigkeit, die ihn hier immer weiter in die Nähe führt und unsere Patched Conics Berechnung ist eben so korrekt, dass sie uns das vorhersagt, wann wir und wie wir auf den Mond treffen. Das haben wir auch beim letzten Mal schon gesehen, wenn wir hier mit einem Linksklick auf den Mann gehen und sagen Focus View, dann können wir anzeigen,
in welcher Umlaufbahn wir den Mond umrunden werden. Ich resette auf unser Schiff. Das kann ich bei mir übrigens mit dieser Accent-Taste machen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so konfiguriert ist. Probiert es mal aus. Das ist auf jeden Fall der Camera Reset, wenn ihr das in den Tastatureinstellungen konfigurieren wollt oder da nachschauen wollt, dann findet ihr die Funktion. Zeitbeschleunigung ist noch an. Ich erhöhe jetzt einmal weiter, damit wir schneller in dieses Sphere of Influence vom Mann kommen. Und ihr seht, jetzt erhöht sich auch seine Geschwindigkeit hier relativ zu uns. Das ist der Punkt. Ich mache den Time Warp aus. Jetzt haben wir den Mann-Encounter überschritten und sind auf einer Flugbahn entgegengesetzt zur Flugrichtung um den Mann herum. Und jetzt hat sich auch unser Orbit um Kerbin hier wieder anders dargestellt. Unser erstes Patched Conic ist weg, das wir bisher benutzt haben. Und wir können jetzt hier an der Färbung von dem Kerbin-Orbit sehen, wenn wir hier austreten, dann werden wir hier sein, wenn wir wieder in die Sphere of Influence von Kerbin eintreten. Ne, das zeigt er uns hier auch an, wenn ich da mit der Maus drüber hovere. Dann sehe ich zum einen, wo der Mond ist, nämlich hier, wenn wir den Punkt erreicht haben, und zum anderen, wo wir sein werden, nämlich hier, wenn wir den Punkt erreicht haben werden. Okay, yay, wir sind in der Sphere of Influence vom Mann und wenn die Kollegen auf Kerbin das alles richtig mitgekriegt haben, dann ist unser Vertrag jetzt erfüllt. Ja? Denn wir haben den Flyby Around the Moon erreicht. Noch nicht den Flyby, wir haben nur den Teil, dass wir in den in die Mond Sphere of Influence eingetreten sind. Ich verlasse den Map-Modus, Zeit, wissenschaftliche Experimente durchzuführen, denn wir sind in einer neuen Situation. In Space High Over the Moon. Da seht ihr ihn schon, er ist jetzt auch schon richtig groß geworden. In der Reihenfolge, wie wir es immer machen, nehmen wir einen Crew-Report. Die wissenschaftliche Datenausbeute wird immer höher. 9 Science-Punkte. Wir messen die Temperatur zur Sicherheit, aber auch hier gibt es natürlich quite impossible, 14,4 Science-Punkte. Wir nehmen den Druck für 21,6 Science-Punkte. Und jetzt würde ich auch einen Mystery-Goo einmal ausführen. Ich nehme den rechten hier beim Barometer für 18,0 Science-Punkte. Wir lassen Jeb aussteigen. Nehmen wieder alle Berichte aus der Kapsel, nehmen einen EVA-Report. Na nun, mach schon. Für 14,4 und sammeln die Daten aus dem Thermometer, aus dem Barometer und aus dem Mystery-Goo-Kanister ein, bevor wir wieder einsteigen in die Kapsel. Bin ein bisschen in Sorge wegen des Batteriestroms, aber da wir im Moment auch das SAS weiterhin aushaben, verbrauchen wir keinen Strom. Alles prima. So, dann können wir uns mit dem Time Warp näher an den Mond ranrobben. Ich schlage vor, wir machen vorher einmal einen Quick Save. Bevor wir Time Warp machen, ist das immer eine gute Idee, weil manchmal beschleunigt man zu schnell und dann ist man an dem Punkt vorbeigerutscht und wir haben den Moment verpasst, wo wir Wissenschaft in der Nähe vom Mann machen können. Deswegen ist immer eine gute Idee, mal einmal kurz auf F5 zu tippen und einen Quick Save zu machen, wenn man einen Stand erreicht hat, zu dem man später zurückspringen möchte. Ich gehe in den Time Warp, erhöhe den 50-fach. Schau mal, was passiert. Wir sind noch relativ weit weg, also gehe ich noch eine Stufe höher auf 100-fach. Jetzt können wir sehen, dass unser Schiff sich auf den Mann zubewegt. Übrigens nicht erschrecken, wenn mein Mauszeiger zwischendurch so groß wird. Manchmal suche ich den und deswegen habe ich den so eingestellt, dass bei schnellen Bewegungen der ganz groß wird. So, der Punkt, wo wir in die Region Near The Mann eintreten, ist bei etwa 60 Kilometer Höhe über dem Mann.
Da gehe ich jetzt aus dem Map-Modus einmal raus. Dann können wir unseren Höhenmesser hier sehen. 500.000 Meter sind das noch, also 500 Kilometer. Wir werden aber jetzt richtig schnell. Deswegen stoppe ich einmal den Time Warp, damit wir nicht vorbeifliegen. Und mache ihn auf einer niedrigeren Stufe wieder ran. Unsere Orbitalgeschwindigkeit um den Mann herum steigt stark an. Deswegen fällt die Höhe so viel schneller als vorher. Ja. Wir rotieren auch entgegengesetzt zum Mann. 120.000. Jetzt haben wir den Punkt fast erreicht. Ist es unter 60 oder ist es unter 70? Es ist ein bisschen Rätselraten gerade für mich. Wir schauen einfach, wenn wir unter 70 sind, was passiert. Nehmen einen Crew Report. Das ist immer noch in Space High. Den können wir also wegwerfen. Und dann warten wir, bis wir unter 60 sind. Unsere EVAs sind auch auf dem Mann wieder biomspezifisch. Das heißt, wir müssen jetzt gleich dann mehrere EVAs hintereinander machen und schauen, ob wir über einem anderen Biom sind. Wir haben im Moment auf der dunklen Seite des Mondes wenig Möglichkeiten, das optisch zu erkennen. Wir müssen es einfach ausprobieren. Jetzt sind wir unter 60 in Space near the Moon. Den nehme ich. Ich nehme auch den Mystery Goo. In Space near the Moon für 27. Unsere wissenschaftlichen Experimente sind hier. Ich nehme die Temperatur in Space near. Und ich nehme den Druck in Space near. Und wieder schicken wir Jeb auf eine EVA. Lassen ihn alle Berichte aus der Kapsel nehmen. Lassen ihn das Thermometer ablesen. Ups. Lassen ihn den Druck ablesen. Nein! Take Data. Jetzt haben wir den linken gemacht gerade, ne? Ja, genau. Collect Data aus dem linken Mystery Goo. Und wir lassen ihn einen EVA-Report nehmen. Wir sind über The Mons Highlands. Einsteigen. Und wenn wir jetzt schon mal da sind, das ist jetzt auch der Moment, wo wir unseren Science Junior Container untersuchen. Für satte 67,5 Science while in space near the Moon. Den müssen wir gleich einsammeln, das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt gehen wir einmal auf EVA und schauen mal, ob wir schon über einem neuen Biom sind. East Farside Crater, sehr gut gemacht. Wieder Science-Punkte. Außerdem sammeln wir die Daten aus dem Science Junior und steigen wieder ein. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch ein bisschen, denn es könnte ja sein, dass wir wieder über einem neuen Biom sind. Wir sind jetzt auf 25 Kilometer an den Mann ran. Wir fallen noch immer. Unser niedrigster Punkt war ja so bei 14 Kilometer. Ab dann müssen wir auch wieder gucken, dass wir unsere Flugbahn verändern. Ich gehe noch mal raus mit Jeb, mache noch einen EVA-Report. Wir sind immer noch über dem East Farside Crater. Dann können wir wieder einsteigen. Das kann man normalerweise ganz gut optisch erkennen. Wir sehen jetzt hier absolute Schwärze. Deswegen müssen wir das einfach durch Trial and Error versuchen herauszufinden. East Farside Crater. Wenn wir einsteigen, ich kann ja mal ein bisschen den Time Warp benutzen. Und dann nochmal aussteigen. Eben mal noch. Der ist aber groß, der East Farside Crater. Nochmal auf zehnfache Zeitbeschleunigung. Nochmal auf die EVA. Nochmal ein EVA-Report. Jetzt haben wir Midlands, wir haben Highlands und Midlands. Das ist sehr gut. Und wir sind bei 11,4 Kilometer, haben gerade den tiefsten Punkt überschritten. Wenn ihr es gesehen habt, wir sind gerade über die Nulllinie gekommen. Also war es nichts mit 14 Kilometer. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte bei 14 Kilometer die Periapsis gehabt. Jetzt hatten wir sie bei 11. Aber nicht schlimm, wir krachen auf jeden Fall nicht in irgendwelche Oberflächenstrukturen.
Ich mache noch mal die Zeitbeschleunigung an. Vielleicht erwischen wir noch ein Biom, bevor wir uns dann um unsere Bahnkorrektur kümmern. Immer noch Midlands hatten wir schon. So, unsere Bahnkorrektur. Ihr seht jetzt, wir werden den Mann in diese Richtung verlassen und werden dann auf einer Umlaufbahn um Kerbin landen, die uns nicht direkt in die Atmosphäre von Kerbin zurückführt. Warum ist das so? Weil unsere Flugbahn hier stark nach innen zeigt. Ich kann das jetzt korrigieren, indem ich mehr Schub in diese Richtung gebe. Das ist effizient, bringt uns aber auf eine viel höhere Geschwindigkeit in Richtung Kerbin, weil dadurch wird zwar unsere Periapsis an Kerbin rangezogen, aber unsere Apoapsis wird so weit nach außen kommen, dass wir die Sphere of Influence von Kerbin vollständig verlassen. Wir werden also an der Periapsis sehr, sehr schnell. Deswegen würde ich jetzt versuchen, eine Kombination aus Radial Out und Prograde Schub zu geben. Ja, Prograde ist in die Richtung, in die wir fliegen. Radial Out dreht den Orbit hier rüber. Denn eigentlich wollen wir den Mann-Orbit möglichst nah in Richtung der Moon-Umlaufbahn verlassen. Dann ist unser höchster Punkt nämlich auf der Moon-Umlaufbahn und unser niedrigster Punkt ist nah an Kerbin. Das versuchen wir jetzt einmal. Das heißt, den einen gönnen wir uns noch. Ah, die Sonne geht auf, scheint aber tatsächlich hinter Kerbin zu sein. Kann es sein? Ja, natürlich. Wir haben eine Sonnenfinsternis. Sind jetzt immer noch über dem Mann, sind immer noch unterhalb von 60 Kilometer. Das heißt, ich versuche nochmal, ob wir in einem anderen Biom sind. Nein, wir sind immer noch in Midlands. Okay, es könnte sein, dass da vorne Lowlands ist. Da bringe ich uns einmal hin. Jetzt sind wir schon bei 50 Kilometer. Jetzt müssen wir uns schon beeilen. Es soll nicht sein. Wir steigen ein. Aktivieren das SAS und sehen zu, dass wir uns in Richtung Prograde bewegen und leiten unsere Triebwerkszündung ein. Ah, wir haben unseren Triebwerksschub noch nicht wieder angepasst. Das machen wir hier einmal. Ich gehe wieder auf 100%. Und wenn wir noch auf dem Prograde-Marker sind, ich markiere hier hinten einmal unsere Kerbin-Periapsis, damit ihr seht, wie sich das jetzt verändert. Also wir sind jetzt 5 Millionen Meter über Kerbin und je mehr Schub, je länger wir Schub geben, umso näher rückt unsere Periapsis an Kerbin heran. Achtet ein bisschen auf den Treibstoff. Ich weiß nicht, wo ihr rausgekommen seid, wenn ihr diese Mission nachspielt. Ne, wir müssen auf jeden Fall genug Treibstoff haben, um in den, damit unsere Periapsis so etwa bei 35 Kilometer liegt, damit wir in die Atmosphäre eintauchen, dort gebremst werden und dann auch auf Kerbin landen. Ich stoppe jetzt mal das Triebwerk. Hier passieren lustige Dinge mit den Patched Connex bei mir. Ja, es zeigt mir ganz lustige Flugbahnen an. Wir kommen nämlich auf eine Sonnenumlaufbahn hier und das ist das, was ich euch gerade sagte. Weil wir hier runter beschleunigt haben, rückt jetzt zwar die Periapsis immer näher an Kerbin heran, aber die Apoapsis ist jetzt schon weit außerhalb der Sphere of Influence von Kerbin. Das heißt, wir hätten jetzt sogar eine Flugbahn, mit der wir in eine Umlaufbahn um die Sonne eintreten würden. Das wollen wir nicht, da wären wir lost in space. Ja. Deswegen unbedingt weiter die Bahnkorrektur machen. Jetzt muss ich einmal gucken. Wir wollen Radial Out. Das heißt, es müsste eigentlich links von uns sein. Da ist er auch. Genau. So, und jetzt wollen wir versuchen, uns noch ein bisschen in diese Richtung zu drücken und damit die Periapsis näher an Kerbin heranzubringen. Das klappt auch.
Mal ein bisschen korrigieren. So, vorsichtig, das müssen wir einmal ausmachen. Ich mache die Batterieleistung nochmal an. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, dass wir irgendwann keinen Strom mehr haben. Und jetzt hat uns die Atmosphäre schon wieder 34.000 Meter. Ich denke, das sollte uns genügen. Vielleicht gehen wir noch ein kleines bisschen näher ran. 32.246 Meter. Das wird uns genügen. Wir werden auf jeden Fall sicher auf Kerbin landen. Wir haben noch 600 Meter pro Sekunde Delta V im Tank. Das heißt, Treibstoff waren wir wirklich sehr effizient. Wir hatten genügend Reserve, um zu verhindern, dass wir irgendwo auf einer lustigen Umlaufbahn landen und eine Rettungsmission brauchen. Das war das Abenteuer, Mann. Jetzt können wir mit Zeitbeschleunigung an den Punkt gehen, wo wir die Sphere of Influence vom Mann wieder verlassen. Treten jetzt also wieder in eine Umlaufbahn um Kerbin ein. Die Patched Conics sind weg. Und wir haben nur noch einen elliptischen Orbit, der uns hoch über die Oberfläche von Kerbin führt. In 9 Tagen wären wir hier an unserer Apoapsis. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen in 2 Stunden auf Kerbin sein. Eine gute Gelegenheit für einen neuen Quicksave. Dann aktiviere ich wieder die Zeitbeschleunigung. Und bevor wir jetzt irgendwelche Fehler machen, checken wir noch einmal, ob wir wirklich alle wissenschaftlichen Experimente leer gemacht haben. Ja, sieht leer aus, sieht leer aus. Alles leer, alles leer, alles leer. Gut, weil den Teil des Schiffes, den werden wir ja gleich absprengen. Wir sind noch 3 Millionen Kilometer über der Oberfläche von Kerbin. Ich aktiviere nochmal die Zeitbeschleunigung. 2,9, 2,6. Das sind immer die Momente, wo man sich möglicherweise mit der Zeitbeschleunigung was kaputt macht, wenn man dann zu schnell geht. Aber ein bisschen können wir noch. Bei 70 Kilometer treten wir in die Atmosphäre ein. Bis dahin sollten wir auf jeden Fall unsere Stufe auch abgesprengt haben. Eieiei, das war nicht gut. Das wollten wir eigentlich nicht. Da bin ich ziemlich viel zu spät aus dem Time Warp rausgekommen. Aber hey, nobody's perfect. Wenn euch das passiert, ist es besser, ihr habt im Kopf, was ihr eigentlich noch tun wollt. Nämlich Unterstufe, Oberstufe absprengen und dann in die Umlaufbahn eintreten. Eieieiei, ja, das ist der Show-Effekt. So, ich habe den Hitzeschild hier einmal sticky gemacht, damit ihr seht, die 60 Einheiten, die wir mitgenommen haben, waren genau richtig. Unsere Orbitalgeschwindigkeit ist sehr, sehr hoch und muss jetzt durch die Atmosphäre gebremst werden. Wir haben jetzt unseren 35-Kilometer-Punkt erreicht. Treten jetzt in eine Umlaufbahn ein, die nie wieder zurück in den Weltraum führt. Die Apoapsis seht ihr hier, wird schnell niedriger und jetzt geht die Periapsis nach unten und sinkt unter die Oberfläche von Kerbin. Das heißt, wir werden auf jeden Fall landen. Ihr könnt das SAS hier in der Situation auch ausmachen. Unsere Kapsel ist aerodynamisch so gebaut, dass sie stabil im Luftstrom liegt, wenn wir das SAS ausmachen. So bleibt immer der Hitzeschild ausgerichtet. Das funktioniert ganz gut, wenn die Kapsel alleine unterwegs ist. Und wenn wir komplexere Experimente dann drunter haben, wie beim letzten Mal, dann verlasse ich mich eigentlich doch lieber auf auf die Steuerung und das SAS. So, der Ablator ist zu 16,4 Einheiten zusammengeschrumpft, also war 60 genau der richtige Wert. Wir haben 24.000 Meter über dem Meer. Ich gehe auf Höhe über Grund. Unser Fallschirm darf noch nicht ausgelöst werden, dafür sind wir noch zu schnell. Wir haben immer noch 800 Meter pro Sekunde, aber das wird sich hier gleich ändern auf der Anzeige. Hoffentlich, sonst werden wir alle sterben.
So, da wird es besser. Jetzt ist der Fallschirm safe zum Öffnen bei 17.000, 16.000 Metern und 400 Meter pro Sekunde. Wir warten noch ein bisschen, weil wir den Nervenkitzel lieben. Geschwindigkeit fällt weiter, wir werden weiter abgebremst. Ich stage, bis der Fallschirm auslöst, muss ja so ein gewisser Mindestluftdruck erreicht sein. Das wird jetzt gleich passieren. Ja? Da ist er. Wunderbar. Es hat alles geklappt. Wir sind zurück von einer Umlaufbahn um den Mond. Das Einzige, was wir noch nicht geschafft haben, ist Return to Kerbin, aber das werden wir gleich geschafft haben. Das Fenster können wir wieder ausmachen. Ich gehe einmal in die Zeitbeschleunigung. Bei 1500 Meter wird unser Fallschirm hoffentlich auslösen. Das tut er auch. Jetzt werden wir weiter abgebremst. Jeb kriegt ein paar Gs ab durch die Verzögerung. Und dann setze ich die Zeitbeschleunigung ein, um uns in die Nähe der Oberfläche zu bringen, damit wir hier nicht so lange warten müssen. Wenn ich das richtig sehe, werden wir noch in einem neuen Biom landen. Das ist super, da können wir nach der Landung auch nochmal ein paar Science-Experimente machen. Wir können ja einmal den Crew-Report nehmen. Kerbins Deserts hatten wir noch nicht. Na, sieht man unseren Schatten? Wo ist denn die Sonne eigentlich? Unter uns. 40 Meter, ich gehe aus der Zeitbeschleunigung raus und lasse uns sanft zur Oberfläche von Kerbin gleiten. Stumpf, da sind wir. Jawohl, prima. Die Antenne blinkt, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wir werden eine EVA machen. Jeb kann einen EVA-Report nehmen. From Kerbins Deserts wird einmal alle Berichte aus der Kapsel nehmen, damit wir noch einen Crew-Report machen können, wenn wir landed in Desert sind. Dann steigen wir mit der Taste B wieder ein, nehmen nochmal den Crew-Report und recovern. So, da sind wir wieder am Kerbin Space Center und wir haben die unglaubliche Zahl von 366,2 Science-Punkten verdient, weil wir ganz viele wissenschaftliche Experimente am Mann gemacht haben. Von unserem Raumschiff ist nicht mehr viel übrig geblieben, nur noch die Kapsel und der Fallschirm und der Hitzeschild. Deswegen kriegen wir nicht so viel Geld dafür zurück. Jeb hat 3 XP verdient, weil er den Mann umrundet hat und ist jetzt auch Level 11. Und wir haben 347.000 Credits auf dem Konto, 514 Science-Punkte. Die Nachrichten können wir uns natürlich nochmal angucken. World's First Milestones. Wir haben noch einen Geschwindigkeitsrekord gebrochen, das hatten wir bisher auch noch nicht. Flyby of the Moon, Escape the Gravitational Influence of Kerbin. Wir haben die Sphere of Influence verlassen. Wir haben die Sphere of Influence vom Mann wieder verlassen. Wir sind zurückgekehrt von einem Flyby um den Mond. Und wir haben die ersten wissenschaftlichen Daten vom Mond gesammelt. Außerdem haben wir unseren Vertrag erfüllt. Das ist alles klar. Das heißt, wir kriegen das Geld. Das ist das Ende meiner dreiteiligen Serie. Wie mache ich einen Flyby um den Mond? Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Schaut euch die Videos gerne öfter an oder stellt mir Fragen in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Ich beantworte alles gerne. Danke fürs Zuschauen, fliegt vorsichtig und bis zum nächsten Mal.